Ach, da stehen die Arschlöcher. Okay, ja, da hätte ich praktisch mit dem Kran rübergekonnt zu dem Geschütz wahrscheinlich. Fuck. Tot? Fuck. Okay, aufpassen. Irgendwo da unten stehen sie ja. Okay. Da ist noch einer. Schieß doch! Noch mehr? Ich muss da jetzt runter, denke ich. Weil da sind Muni... Ich... Weiß nicht, Mann! Wo war das jetzt schon wieder? Ich krieg die Krise, ey. Erledige ihn. Raus. Kann ich Granate schmeißen? Erledige ihn. Geschrien hat jemand, ja. Ich könnte hier als Bond-Moment das nochmal eben machen, zumindest. Dann zählt es noch als geschafft oder so. Da hinten liegt eine Panzerung, kann das sein? Liegt da hinten eine Panzerung? Da liegt eine Panzerung, oh Gott. Gut, ich könnte hier die Treppe hoch, will ich aber glaube ich gar nicht. Gibt es hier noch irgendwas zu erledigen? Mal eben gucken, nee. Ist hier noch was versteckt vielleicht? Oh, das ist eine ziemlich eklige Mission, wenn man mal so sagen kann. Ja, schon. Oh, jetzt kommt wahrscheinlich der Boss gleich. Oh, oh. Ja. Komm her. Oh fuck. Pump Room. Ah, der Puppenraum. Ja, da ist das Labor, was ich eigentlich finden soll, vermute ich mal. Einsatzziel erreicht, ja immerhin. Ich kann aber gerade nichts machen. Okay. Cut ziehen. Oder ja, wahrscheinlich der Zwischenspeicherpunkt. Okay. Oh. Ja, gut. Ich würde es ja gern schaffen, aber da kommt bestimmt noch eine Menge jetzt. Schnellfeuer, ich sehe dich. Schnellfeuer. Oh Gott, ich brauche Panzerung. Q-Jet aufgefüllt, okay. Den brauche ich wahrscheinlich gleich. Oh Gott, sind da viele Arschlöcher. Ah, und alles diese Scharfschützen-Typen. Oh. Hi. Das ist nett. So, die große Frage ist, diese Typen, die mich hier mit dem roten Scheiß anvisieren, ne?
Die kriege ich wahrscheinlich nicht von hier aus weggesnipert, ne? Von wo schießen die? Von da! Doch, die kriege ich mit dem Sniper. Warte mal. Ich habe doch diese gute. Wo ist sie? Da. Pass mal auf. Wenn ich jetzt diesen hier drück. Haha! Pass mal auf. Wehe, das trifft nicht. Ein Hammer weg. So, der andere ist weiter hinten. Ich weiß nicht, ob ich den von hier aus kriegen kann. Versuchen kann man es ja. Ja, also alles besser, als da den gleich wieder zu begegnen. Der ist tatsächlich auf der anderen Seite. Den kriege ich von hier aus nicht. Scheiße. Gut, versuchen wir es mal ein bisschen mit Vorsicht dahin zu kommen. Man kann ihn sehen. Okay, komm her, du Arschgesicht. Komm noch ein bisschen nach links, komm noch ein bisschen nach links. Ich krieg dich. Ja. Ich weiß, dass du da bist. Du wirst gleich noch ein Stückchen nach links wieder gehen. Und dann baller ich dir sowas von in den Rücken. Ja, komm näher. Komm. So. Die sind schon mal weg, die beiden Sniper-Typen. So, was haben wir denn? Oh Gott, hier sind so viele Sachen. Das ist nochmal eine Panzerung. So, wir haben volle Energie. Was nicht das Schlechteste ist. Muss ich mal betonen. Ich habe ein bisschen Angst, darüber zu laufen, aber gut. Okay. Da oben bist du. Kleiner Penner. Ist da auch einer drauf? Nee. Wir gucken mal hoch da, ne? Okay. Da hinten geht's tatsächlich weiter. Ist hier noch was drauf hier oben? Vielleicht kann ich mir die Sniper-Munition von denen ein. Oh, das war noch eine Panzerung drauf. Ah. Wir können auch mal gucken, ne? Eine Leiter, die da irgendwo hochführt. Wir können mal gucken. Wir haben jetzt ja aktuell hier gerade nichts zu befürchten, was mich freut. Kann man hier irgendwie hoch? Da kann man am Rad drehen. Ich sehe leider keine Leiter. Jetzt habe ich ja schon. Ach so, kann ich hier mit dem Jet hoch? Moment. Das versuche ich mal eben. Wo ist denn der Jet da? Geil. Das ist natürlich... Nein! Falsche Waffe. Ausgerechnet die jetzt. Ist doch runtergefallen, der andere? Scheint so. Ui. Okay, das ist ein Hauptcomputer. Kann ich da was drüber machen? Nee. Da kann ich was drüber machen. Okay, ich habe was geschafft. Aha. Der wirft irgendwie so eine Presse in Gang oder eine Schmelzanlage, würde ich ja sagen. Der einzige Weg nach draußen führt dort entlang. Da hoch. James, du bist dir im Klaren darüber, ne? Was das bedeutet. Dass ich wieder sterbe, heißt das. Jo. Ah, da unten, okay. Ja, da oben links ist noch einer, ich sehe ihn schon. So, und da oben ist noch einer. Den kriege ich mit dem Ding hier.
So, sind hier noch mehr? Das ist nur zu... Ja, da oben. So ein Penner. Das heißt, nee, nicht da. Auf der Seite irgendwo. Ich muss erstmal die Quelle finden. Von wo schießt du denn überhaupt, du Arsch? Ich muss ihn erstmal finden, ne? Ja, von wo? Von wo aus schießt du denn? Ich sehe den ja nicht, ne? Jetzt runter. Okay, den haben wir. Ja, jetzt ist halt nur die große Frage, wie komme ich denn auf diese Metalldinger drauf? Wahrscheinlich muss ich ja wieder zurück. Ah, okay, Q-Jet auf... Ja, das kann natürlich auch sein. Der kann mich da auch drauf fliegen lassen, ne? Aber ich halte das für sehr, sehr gewagt, ehrlich gesagt. Okay, aber ich muss ja wohl. Okay, das heißt... Welche Seite nehme ich dann? Die oder die oder die? Da oben ist kein Geländer. Bei der Seite muss ich das machen. Okay, ja, ja, ich weiß ja, dass ich da hoch muss. Okay. Moment, ich mache das mal wie folgt. Ich gehe hier drauf. So. Das wird doch nie im Leben klappen. Okay, ich versuch's nochmal. Also ich gehe jetzt hier runter. Gesundheit. Q-Jet. So, da muss ich da drauf, ne? Sorry. So, ich versuch's jetzt, wenn der runterkommt, da drauf zu springen. Oh Gott, das wird doch nie was! Ich hasse mich. Das war schon mal nix. Ich habe auch Angst, da unten reinzufallen. Das ist das Problem, ne? Ach, jetzt bin ich wieder alle. Ich muss schon wieder aufladen. Okay. Okay, ich versuche es dann von hier aus. Geht auch. Puh. Okay. Oh, da oben ist ein Haken, das sehe ich jetzt erst, egal. So. Ich bin drauf. Nein, ich bin runtergefallen. Oh, weil... Ja, wisst ihr warum? Weil ich wieder den falschen Stick berührt habe. Mit dem linken Stick kann man halt vernünftig lenken, mit dem rechten nicht. Das strafe man irgendwie nur so ganz komisch. Okay, aber es geht. Es geht tatsächlich, es geht tatsächlich, okay. So. Ja, das kann ja alles richtig sein. Aber wie komme ich jetzt noch höher? So komme ich da aber noch nicht hoch, ne? Schnellfeuer los! Schnellfeuer los! Wie mache ich das? Ah, ich muss da noch drauf, ne? Ich muss auf den Pinökel noch drauf, glaube ich. Sprich so. Und dann kann ich da gleich rüberspringen. Nein, so nicht. Oh, fuck! Ja, die Grundidee war richtig, denke ich. Scheiße. Oh, ist das ein Kack. Das ist aber echt ein richtiger Scheiß, auf Deutsch gesagt. Oh Gott, okay. Und das mit dieser Steuerung. Ich versuch's natürlich doch noch, klar, wir müssen das ja schaffen. Nein! Das war doof. Oh Mann. Ich glaube, man kann es auch von jeder Ecke ausprobieren. Ich könnte es auch von hier ausprobieren, weil. Wahrscheinlich ist es sogar sinnvoller, das von hier zu machen, hab keine Ahnung. Nee. Da kommt gar nicht so tief runter. Ich mach das schon da. Ja, das ist schon richtig.
Das gibt's doch nicht, ich kann da sterben. Alter, jetzt dreh ich alles noch durch. Och nö, ey. Nee, ey. Das ist jetzt aber echt zu kotzen, so ein bisschen, ne? Ja, dann gib mir mal die gute Waffe. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ja, ich sehe ihn schon da. So. Den anderen kriegen wir auch. Wenn wir unten sind, ne? Da ist nochmal eine Rüstung. Q-Jet auffüllen machen wir auch. So. Na, der kommt ja gleich wieder. Das kennen wir ja schon. Weil die müssen auf jeden Fall weg. Die nerven ja tierisch. Und die anderen kriegen wir auch mit normalem Maschinengewehr platt. Das ist nicht das Problem. So. Ah, da hinten ist noch eine Panzerung versteckt, ich weiß, aber... So. Ich sehe gerade nichts mal wieder. So, ich versuche mal da hier die Kralle zu nehmen, ne? Was? Ja, nimm die Faust, James. Das war ganz clever. Mann. Ja, jetzt muss ich da erstmal die Panzerung holen. Hier um die Ecke ist auch eine. Fällt mir gerade auf. Hier so. Ist genau. So, jetzt muss ich erstmal die Teile in Bewegung setzen hier. So, ich weiß. So, jetzt muss ich hier mal wieder runter. Weil. Ja, ich komme gleich. Es geht auch tot. Danke. Okay. Kommt der doch einmal her. So, ich weiß, wo noch Panzerung ist. Die hole ich mir jetzt. Nämlich da hinten. Die nehmen wir uns noch mit. Ich gehe da jetzt mal hoch und mach den Tod, der nervt mich. So, aufladen. Gut, also ich muss da jetzt irgendwie hoch. So. Ich kann es auch von hier versuchen, mir egal mittlerweile. Achso, ausrüsten, ne? Da war er. War es nicht die beste Idee? Auch das war nicht die beste Idee. Ja, da, genau das habe ich befürchtet, dass diese Scheiße passiert. So, und deswegen machen wir jetzt an dieser Stelle einen Schnitt. Ich mache ganz schnell Pause. Und wir versuchen im nächsten Part diese Mission zu beenden. Es wird doch, glaube ich, ganz schön anstrengend, dieses Let's Play. Vor allem so eine Stellen hasse ich ja, ne? Okay, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.